Ich hab da ja was vergessen. So, jetzt wird es tun geben. Ja, ich lasse ja normal immer Musik spielen. Jo, servus. Schön, dass du das heißt. Servus. Ja, ich lasse normal immer einen Ton spielen. Da stört die es Sache auch alles. Die ganzen Ausgaben. Bis auf das eine. Weil am Anfang gibt es ja immer Musik und dann schalte ich einfach um. Diesmal habe ich es leider vergessen. Entschuldigung. Aber danke für die Der zwei Likes Hinweis. einmal. Jetzt hört man uns. Entschuldigung für die Verspätung. Bisschen später am Anfang als gewohnt, also oder als angefangen. Wir haben ein kleines Problem gehabt beim Server. Weil wir ja umgestiegen sind vom AAG-Server auf den anderen Server. Deswegen haben wir da ein bisschen mit den Mods zum Kämpfen gehabt. So, Porto, jetzt passt aber alles, oder? Ich bringe da mal einen Hänger. Schreibt ja auch noch Chris. Ach, Chris hat mir gerade geschrieben. Was denn? Über WhatsApp. Bist du auf dem Hof, ja, ne? Dann guck doch mal, ob wir jetzt da zwei Hänger haben oder nicht. Ja, wir haben zwei Anhänger. Ah gut, dann ein weg. Na, lass mal das Wort alles um. Na gut, dann kannst du ja schon mal, ja, dann kannst du dich schon mal auf die Socken machen. Ich bin voll, fast Ja, voll. du bist unterwegs. Servus, Marvin. Ja, wenn innen sitzt beim Fahren, ist das ein Graus. Hättest auch eigentlich rechts und dann links fahren können. Was jetzt einen Umweg gemacht. Ja, macht nichts. Ah ja, aber da kommt ganz schön viel raus, gell? Apropos, ich glaube, Stroh und Heuballen haben wir sogar. Nicht viele, glaube ich. Ich glaube, von jedem nur drei oder so. Aber die Kühe brauchen ja was, ne? Ja, aber eben, man kann ja schon mal was geben. Zumindest Stroh. Ja, danke fürs Like, Marvin. So, mal aufmachen. Bist du ausgestiegen? Was? Wie? Wann? Wo? Aus dem Trecker. Ja? Warum lässt der Motor laufen? Kostet doch alles Benzin. Diesel. Diesel. Das stört mich jetzt nicht. Haben es ja dicke, ne? Na, aber ich fahre gleich weiter, also. Na, bitte. Stroh haben Sie mal. So, was Silage brauchen wir dann noch? Lang.
Das Gras ist aber noch nicht grün, noch nicht ganz grün, glaube ich. Also nicht ganz reif. Nicht ganz grün. Jo. Ich habe damit von innen Funker. So. Ah, dann lassen wir mal. Ja. Haben wir eigentlich Schwader? Moment, muss ich mal kurz schauen. Jo, Schwader, Wender haben wir alles. Mehwerke haben wir. Ja, den GA 9031, den kannst du gleich schon mal holen. Den kannst du gleich schon mal herbringen. Dann machen wir aus zwei Bahnen eine Bahn und dann geht das mich ein bisschen fixer. Eine, aus zwei Bahnen eine Bahnmacher bringt es nicht viel. No? No. Okay. Es bringt im Prinzip gar nichts. Wenn du aus drei Bahnen eine Bahn machst, dann schon. Dann musst du Zeit ersparen, wenn du das machst. Nee, ich dachte nur gerade, weil wir haben die Mittelklasse jetzt da stehen. Wenn wir natürlich jetzt den Dreier hätten, klar, logisch, dann sieht das ganz anders aus. Aber extra kaufen, deshalb brauchen wir es ja auch nicht. Na, das geht schon. Die Frage ist, machen wir Ballen oder... Oder du musst wenn los. Wenn wir es einlagern wollen, machen wir Ballen. Und wenn wir es loswerden wollen, reicht der Ladewagen. Mhm. Ja, weil. Ich schau das gleich mir haben, ne? Vier Ballen da. Und sechs Ballen. Ich glaube, Gras ist das. Heu. Ja. Dann machen wir mal das als Ballen, würde ich sagen. Ja. Fährst du jetzt mit VCA? Nein. Wie jetzt? Ja. Wie denn, Jana? Ach, du meinst mit GPS? VCA? Nee, ohne. Warum? Nein, ich fahre meistens mit Arbeit, ich fahre mit VCA. Bin ich noch nicht ganz vertraut mit. Steuerungstaste und W. Stößt das einmal ein? Okay, irgendwas hat gepiept. Du siehst links und rechts normalerweise die Linien. Mit Steuerungstaste und C kommst du ins Menü hinein. Da kannst du dann von... Hey, bleibst du stehen? Du sollst stehen bleiben, hallo? Ja, von da kannst du dann alles einstellen. Der ist gerade ohne mich gefahren. So. Steuerungstaste W. Ach, guck mal, das sind Linien. Wenn die Linien blau sind... Ist VCA blau. Aktiviert, aber sobald du es einlenkst, deaktiviert sich das Ganze. Jetzt habe ich rot. Das ist deaktiviert. Okay, wenn ich... Moment. Jetzt habe ich... Ach, da hinten, die sind hinter mir.
links und rechts. Sehe ich die dann vorne auch? Ach. Hm? So schaut es aus. Das heißt, das Lenkrad fährt, ich brauche nicht lenken, oder wie? Du brauchst nicht lenken, der lenkt sich automatisch ein. Das heißt, ich brauche nur Gas geben. Mhm. Aha. Das muss ja auch rein gesagt werden. Ja, wenn du das mal ein bisschen gewohnt bist, wirst du eigentlich nicht mehr ohne. So, das heißt, jetzt ist deaktiviert. Mhm. Aufpassen, dass du nicht einfährst, weil Fruchtzerstörung ist aktiviert. Jetzt wieder aktivieren mit Steuerung W. Und dann lenkt er sich normal ein. Das ist gut. Na bitte, geht doch. Jo. 85%. Ja, ich fahre mal abtanken nebenhin. Apropos, wenn wir jetzt schon Weizen haben. Mhm. Dann können wir die Hühner füttern. Ganz genau. Prozent. Ich weiß schon. Na, bleibst wohl drin sitzen. Weißt du, springst du immer raus? Ja, ich hatte, ja. Ich habe gerade drei Sachen im Kopf drin. Weil ich möchte mir das doch gerne immer ein bisschen aufschreiben, was ich da so mache. Dass ich nicht jedes Mal immer nachfragen muss. Mhm. So läuft, es läuft. Geht's gut, gell? Jo. Und wenn du auf die Taste 3 drückst, fährt er automatisch, fährt er mit der automatischen Geschwindigkeit, also mit dem Tempomat. Mhm. Apropos Weizen. So, ich fahre mal die Hühner füttern, da werden eh nur ein bisschen was brauchen. Weil Weizen werden wir ja sonst eh nicht brauchen. Ja.
Danke für das Liken. Hm? Viele Likes kriege. Mal wen? Na, das ist schon ein bisschen länger her. Achso, ja gut, ich gucke nicht. Ich bin mehr auf dem Bildschirm hier fixiert als auf das Handy. Weil Handy ja. Sprich immer mit. Sprich nichts dagegen, Volker. Machst du da? Wie viel gebraucht unsere Hühner? 1000 Liter Weizen. Wo muss ich hin? Ein Dorf. Wie viel hosten du jetzt schon drin? 75%, also 80% kriege ich fast rein. Mhm. Ja, okay, drüber. Wie viel Liter? 7000 gleich. Das kriege ich nicht rein. Ich will mal verkaufen. Razzi Hyper, hallo, servus. Schön, dass du bist. So, ich habe 7248 Liter mit 84%. Mhm. Von wo kommst du, Ratze? Verkaufen wir mal. Ich bin gleich wieder bei dir, Volker. Ja. Ich versuche gerade meinen Mähwerk abzukriegen. Mhm. Weil ich war ja so genial und habe mir meinen Anhänger direkt in den Büschen reingestellt. Ja. Da sieht man so viel, ne? Ich muss ein erstes Stück rausziehen, das geht so nicht. Ramon Miller. Hallo, ihr da. Servus, du da. Wie geht's, wie steht's? Wie sieht's bei euch aus? Bei uns sieht das ziemlich sonnig aus. Na, bei uns nicht. So, Ruhe bitte ausfahren, Herr Volker. Mal stehen.
Ja, schön. Oh, das wird ins Lager reinhauen. Das bisschen. Das schmeißen wir direkt, ja. Ich glaube, ich nenne mich um. Hm? Ich nenne mich um. Was? Bauer Günsen. Hey, hallo, bleibst du stehen? Absolut, ich glaube, du bist schon da. Na? Sorry, mein Fehler. Danke, super. Und selbst, ja, passt die Response. Oh, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's, passt. Sag mal, von wo kommst du noch, Ramon? Ramon, das hört sich so italienisch an. Ja, Miller, ja, naja. Ramon, eher in der italienisch und Miller, ja, deutsch. Würde ich mal sagen. Oder? Jo. Jetzt liebe Grüße aus Wien. Ein Landsmann. Von mir halt. Du bleibst stehen. Aus Wien, ja. Ist ungefähr eine Stunde entfernt. Autofahrt. Ja. Das auch, bei mir ein bisschen länger bis Wien. Mhm. Thomas, bin ja aus Minden. In Nordrhein-Westfalen. Das liegt so bei, ja, wo war Osnabrück. Da Richtung Osnabrück. Und auf jeden Fall gehen von mir liebe Grüße nach Wien aus dem Burgenland raus. Vorsicht, ich komme gerade. Kommen ist Privatsache. So, und wo stand der? Der stand doch da. So. Ich stelle mal meinen weg. Gehst du pressen, Volker? Jo. Bin Favorit 15C. Der bleibt aber noch da. Nee, diesmal kommst du vorwärts rein. Ja, ich bin voll mit dem Hintern an der Wand hängen geblieben. Weil auch ja, die Lenkung ist auf der falschen Seite. So. Jetzt brauchen wir aber die Glück auf was. Ich hol jetzt mal was. Für unsere Kühe zum Trinken. Ich glaube, ein Wägelchen fürs Wasser müssen wir da stehen haben. Ja, steht eh da. Da reicht der kleine Alte. So, wo kriegt man so ein Wasser? Da ist eine Tankstelle. Nein. Ja, aus dem Teich. Muss ich zum Teich auch hören, ja? Was denn? Ach, nichts. Ja, hatte ich natürlich vorhin gesagt, man kann auch links rumfahren, ne? Oder rechts rum, irgendwie auch immer. Ich selber mache genau das Gegenteil. Ja. Nicht ausklappen. Ich glaube, das war ein Fehler. Bitte? Das ist mit dem Verkehr. Nö, ich finde das genau richtig. Ich finde das schön, natürlich nicht richtig, aber ich finde das schön. Okay.
Außer auf der Steppen, auf der Steppenbarrikade, da finde ich es reichlich nervig. Ja. Weil da hast du wirklich kaum Möglichkeiten auszuweichen, weil da so viele Wände sind. Ja. Ja, das habe ich heute gehabt. Versuch mal da mit dem Mähdrescher um die Kurven zu fahren, wenn die Autos meinen, die müssten dir direkt, aber wirklich direkt, auf deine Linie auch noch entgegenkommen. Ja, ja. Ja, schauen wir mal. Ja, auffüllen geht. Super. Passt auf und nur zum See herfahren. Jo. Hab ich mir schon fast gedacht. Was schönes Ambiente ist da. Mhm. So, 8000 Liter sind im Brenner. Du bist bei dem kleinen See. Ich dachte jetzt eher, du wärst bei mir in der Ecke. Bei Feld 8 an dem großen See. Mhm. Servus. Servus. Der nächste ist da. Und die hängen schon wieder. Also entweder ich muss spülen, ich kann nur spülen oder... Ja. Hast du noch irgendwie aktive Lenkung an, oder wie das heißt? Mm-mm. Dass du andauernd dich da verhedderst. Ah, das ist die Kollision vom Baum. Die Schö, wie geht's dir? Sehr viel bin ich draußen. Mal dieses VCR, geht das auch mit dem normalen Trecker? Das geht mit jedem. Jo. Das geht mit jedem Fahrzeug. So, da haben wir Glitter, haben wir Milch. So, heute hast du mich wieder mal auf den Geschmack gebracht. Auf was? Ja, auf was wohl? Auf den Geschmack? Ah, VCA. Ey, wo willst du hin, Alter? Stopp! Der hat jetzt gerade einen Rechtshaken geschlagen. Warum? Wieso das? Weiß ich nicht. Ich habe noch was in der Hand. Moment, da haut doch was nicht hin. Nein, so fährt man nicht in Österreich mit dem Trecker. Aber ich hab's nicht wieder mit dem Lenken. Ah. Den kleinen stellen wir dort hin. Okay, passt nicht. Was? Das kann man mit allen Fahrzeugen machen. Ja. Sobald ich das mit dem Trecker mache, schlägt er hart links ein. Alt B. Damit setzt du das Ganze zurück. Der schlägt ja links ein. Sehr schön, freue mich schon auf den neuen Möffel. Danke, danke, ja. Die kommt dann am Dienstag raus. Dienstag, gleich in der Früh, 5 Uhr. Mensch, sind die durstig. Aber sehr gut, hoch, dass wir brauchen. Passt. Lassen wir es so. Aber im Nachhinein kannst du es auch noch machen, wenn du im Vorhinein auch schon mit der VCA gefunden bist. Komm, guck mal, bleib mal da stehen, wo du gerade bist. Mhm.
Und dann steig mal aus und komm mal zu mir rüber. Ja. So, also achte mal auf die Vorderräder. Ich mache jetzt VCA an. Ja. Zack, und da bin ich sofort ein. Alt und W. Hab ich doch. Alt, nicht Steuerung und W. Ach, alt. Alt, ja. Und jetzt nochmal Steuerung und W. Aha. Mit Alt, okay, und, mit Alt und W löscht du quasi einen vorherigen Kurs, sozusagen. Gleich mal notieren. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Also ich nicht. Ja. Aller Anfang ist schwer und am Anfang das Ganze zu merken, ja, ist ein bisschen schwer. Guck mal, ich habe die ganzen Jahre so viel gespielt, ne? Und weiß heute noch nicht mal alles. Ja, 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 ja. So. Wo haben wir denn unseren Gruppe? Gruppe brauchen wir ja noch nicht. Eben haben wir nämlich hier unseren Düngestreuer, der ist irgendwo versteckt. Düngestreuer, wo bist du? Liegt der Jockel tot im Keller, war die Börren wieder schneller. Du kommst Blitz. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber ein guter Witz, ja. Ja, leider muss man warten. So, wo haben wir jetzt unseren Düngestreuer? Haben wir einen? Danke fürs Like. Ja, haben ihn, wo sollte man haben? Martin, Like ist da, danke schön. Jetzt weiß ich, wer es war. Jetzt muss ich doch mal meine Brille aufsetzen. Will auch, damit ich sehen kann, was die Leute so schreiben. Ja, ja. So, da. Und merke, wie schaut's aus bei den zwei Ulis da drüben? So, wie machen wir es mit dem Dünger und Kalk? Kaufen wir sie das in Paletten? Entweder nehmen wir Paletten oder wir nehmen Big Packs. Ja, im Prinzip ist beides das gleiche. Also gibt es nichts zu kaufen. Nee, fahren wir den Apfel. Mit dem Steuer. Jo. Ah. Mike, war's noch nicht bei denen drüben. Na, schau mal. Schau mal rüber. Sollte sicher interessant werden da drüben. Und mach nur schön deine Runde weiter. Und ziehen bestimmt über irgendwen her. Hm? Okay, ich hab nur laut gedacht. Ich hab nur laut gedacht. Ach so. Die ziehen bestimmt irgendwie rüber. Aber ich hab da gerade eine andere Idee. Was denn? Ah, ich hab doch so ein. Ich hab doch da so einen kleinen Spion.
Jo, bis später. Jo, bis später. Schön, dass du warst. Aber dieser M.K.A, ne? Er hat ja auch einen Namen. Ja, Martin. Martin. Ich glaube, Martin. Also Martin. Ja. Martin, ja. Wollte ihn letztens schon mal fragen, als ich unterwegs war, ob er auch einen Namen hat. Aber irgendwie habe ich das immer vergessen. Man kann ja mal schlecht sagen, ja, M.K. oder so. Mm. Auch ein bisschen blöd. So. Dynatank, nein. Pflanzenschutzmittel, nein. Settlingblättelrohr. Nein. Palettendünger. Nehmen wir das. Haben wir Mikey, haben wir. Marvin, den haben wir noch. Wir haben viele M's. Ja, ja. Ich muss so fahren. Ich muss von innen fahren, sonst kann ich die Spuren und alles nicht gescheit holen. Sonst fahre ich immer irgendwo hin, nur nicht dorthin, wo ich will. Ja, kalten müssen wir auch auf dem Feld. Volker. Ich bin sofort anwesend. Mhm. Die Jungs haben die Talwach, ne? Die sind gerade am Kalten. Ei. So, dann bring ich mal den erstmal weg und dann sammle ich erstmal die Ballen ein. Kommt ein Auto? Nein, dann kann ich Gas geben. Hatten wir die Ballenpresse von vornherein? Ja. Yep. Kannst du mir dann noch verraten, wo du das rausgeholt hast? Moment, bitte. Stehen bleiben. Die Ballenpresse war hier. Da rein, gut. Weil dann können wir die Plätze eigentlich so erstmal übernehmen. Ja, sicher. Ja. Es ist, glaube ich, Zuckerrüben. Oder täusche ich mich? Ja, Zuckerrübenernte aus. Oder Kartoffelernte? Na, Zuckerrübenernte, schätze ich mal. Das müssen wir mal finden. Ja, Striegel haben wir ja. Ja, Zuckerrübenernte. Willst du mal Zuckerrüben ernten? Ja. Ah ja, kommt jetzt was an dran. Feld 10.
Jo, machen wir. 14 Aber wie zu gesagt, gröben. erst, Ernten. jo, erstmal machen wir jetzt die eine Sache fertig, bevor wir eine andere Sache anfangen. Okay. So, wo willst du die ganzen aufladen? Aufladen? Haben wir einen Anhänger? Wir haben sogar einen Anhänger dafür im Prinzip, ja. Das ist so, dann habe ich doch einen. Ja, zwei habe ich da stehen, wie. Genau, Sogar zwei einen da. einachsigen. Ach, aber sag nicht diesen Autolader, ne? Nein, kein Autolot. Gut, ich mag keine Autolads. Die Gruppe Es haben sei wir denn, ich bin da müde. auch. So, mit Also was laden wir den. es auf? Ich denke mal, am einfachsten wäre es mit dem Frontlader. Oder mit dem Teleskoplader. Genau. Ja, kann man auch machen. Ja. So, dann stellen wir dich erstmal an der Seite. Warum stellen wir dich hin? Da ist kein Platz, da ist kein Platz. Ach, dann stehe ich erstmal da rein. Welche Sache? Na gut. Ist der keiner? Aber kurz aus umstellen. So, Handbremse lösen. 7 mag ich Bewertungen haben. Super, Dankeschön. Du hast gesagt, dass wir einen Anhänger haben. Wo haben wir den stehen? Ich Den habe wollte ihn ich jetzt schon gerade drauf. abholen. Ach so, Ja, bei den hast du schon kleinen drauf. Hütchen da draußen. Da muss noch was. Alt. Ich vergaß. Neues Fahrzeug. Was habe ich denn da wohl vergessen? Ah ja, schaut so ein bisschen zu die Old Gamers vor um. Wenn ich schon 6 Arena sind. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung und lasst ihr ein Like da. Habe ich auch schon gemacht. Was hast du schon gemacht? Super. So. Markus, Gerhard, Servus. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Ah, da. So. Davon gesehen wir schon. LKW. Alter, schnell, schnell, da kommt ein Auto. Dem bleiben. Also stehen. Und wie geht's, Markus? Ich habe keine Brems. Ach, keine Bremskraft. Kann sich hier nur um Stunden handeln? Nein, natürlich nicht. Nur alles mit der Ruhe, wir haben keinen Stress. Getriebe nicht. Getriebe. Motor
war das denn? Bremskraft. Da haben wir die Bremskraft. So, jetzt sollte das funktionieren. Ja, uns geht's auch gut. Von wo kommst du denn? Unterfranken. Na, Unterfranken gibt es auch noch. Oberfranken bestimmt auch, oder? Ich hab schon was von Oberfranken gehört, glaube ich, ja. Ja, der Volker kommt aus Minden und ich aus dem mittleren Burgenland. Österreich, kurz gesagt. Achso, ich hänge mit der Gabel drauf, ist ja klar. Und dann, warum kriegt das Ding da jetzt nicht runter? Ich möchte gerne die andere Gabel haben. Haben wir so eine noch? Die Mistgabel? Mistgabel. Ach, oder gibt es das bei dem hier nicht? Ich muss noch kurz. Das ist ein Radlader, Kompaktlader, Foto-Teleskoplader. Da haben wir eine Bandgabel. Servus, Brocki. Der ist auch da, oder? Ja, die Ballenzange haben wir da. Nein, das, ich glaube, das haben wir nicht drin. Nämlich die Ballenzange. Nimmst die Ballenzange. Ja. Die Ballenzange hast du gerade. Nee. Ich habe eine andere. Ich habe keine. Nein, die Ballenzange hast du. Da kostet auch 1700 Liter Aufnahmen. Gabelzange. Gabelzange. Ja. Ballen, du meinst die Ballengabel. Ja. Ballengabel. Passt. Liegt schon. Gut. Na, fahr ich da mal kurz hin. Mhm. Wir spielen auf einem gemieteten Server. Markus. Dann kannst du die andere Reaktor verkaufen. Gerne. Wer mitnimmt? Gut. Wieso fragst du, Markus? Ah, brav, Drehlicht. Nein, mag ich Bewertungen. Perfekt. Dankeschön. Volker, da ist jetzt rechts können. Mist. Fahr nur geradeaus. Ja, ich habe gerade geguckt. Fahr nur geradeaus, davon geht es ja auch mal. Zweimal rechts und dann kommst du da drunter hin. Ja. Paulus, servus, schön, dass du bist. Wie sagt man so schön? Auto und Handy, ne? Ja. Oh Mann, das ist jetzt ja peinlich. Das ist ja typisch. Achso, bei mir hat es geruckelt ohne Ende. Warte mal, jetzt war es hier nicht. Ich glaube ja. Markus, selber gehostet oder Server? Ja, Brocki, wir machen wieder Flugstunde. Das gehört dazu. Mal gucken, wie sieht der Händler aus? Da, Server mieten bringt sich was, ja. Auf der einen Seite. Außer wenn man nicht viel. Du warst der Host. Mhm. Geruckelt ohne. Kommt drauf an, auch was für PC das du hast. Ja.
was für Karten bzw. wie die Internetleitung ist. Mit einem Server ist das Ganze sicher einfacher und schneller. Was sollte es normal nicht ruckeln? Also ich finde irgendwie so schöne Musik dazu, wie das Fliegen. Ja, die Karten sind auf einer anderen Karte, Brocke. Nein, Markus, dann liegt's nicht an der Karte. Vielleicht an einem Mod, aber normalerweise nicht. Das ist jetzt egal, was du fährst. Und er ist wieder da. Unser Volker. Markus, wir sind nur zu zweit auf dem Server. Aber gestern waren wir zu viert. Aber nicht auf den, auf den anderen. Schauen wir mal, wie der Volker das macht. Eben bleiben. Hm? Warte, der Fahrzeug. Muss noch ein bisschen mehr Bremskraft reinkriegen. Hm. Wenn du STRG-C drückst, kannst du oben dann alles verstellen. Habe ich ja vorhin schon. Also? Ich bin schon auf 100. Hm, normalerweise sollte das passen. Ich gehe jetzt auf 1,75. So, Bremskraft, niedrige Bremskraft 100. Ja, Markus, oder früher vom Gas. So, passt schon. Warte kurz. Ja, Volker, der Markus hat eh gerade geschrieben. Oder früher vom Gas gehen. Ja, stimmt. Man könnte früher vom Gas gehen, das ist wohl wahr. Aber ich habe jetzt noch so alte, rostige Bremsen hier drin. Die müssen ja mal wieder ein bisschen blank gefahren werden, glaube ich. Mhm. Aber wir haben doch einen alten Hof hier übernommen. Ja, das heißt, man muss ein bisschen viel bremsen, dass wieder entrostet werden. Genau. Auch du machst es schön, Volker, muss ich ehrlich gestehen. Naja, versuch es, ne? Versuch es. Ah,
War noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Lass doch einfach runter. Der mag dich nicht. Der mag mich absolut nicht. Warum lässt er mich denn nicht los? Oder ist das so eine Gabel, wo man hundertprozentig gerade sein muss? Das kann sein. Einmal hinschieben. Gott. Ja, das ist eine Gabel, die muss wirklich gerade sein. Ja, unterstützt, macht ja nichts. Chance Bundle-Physik schreibt der Markus gerade. Er liebt es. Ja, ich komme mal ein bisschen nach vor. Fällt er wieder weg? Hm? Wie, was liebt er? Was, die Ballenphysik von Chance. Die Ballenphysik, ja. Soll ja der 22er, soweit ich mitgekriegt habe, besser werden. Ah ja, der 22er sollte um einiges besser werden, im Großen und Ganzen. Die Physik vom Ballen und ich glaube auf YouTube gesehen zu haben. Geht schon einfach auch, rückwärts. Ich hilf dir ein bisschen. Auf YouTube habe ich gesehen, nicht nur die Ballen sollen besser die Physik kriegen, sondern auch, wenn du Paletten stapeln musst. Mhm. Das ist ja nicht so kleben, weißt du, so, ja, die kleben dann einfach irgendwie an deine Gabel fest. Ja. Das ist schon so oft aufgefallen. Guck mal, ganz da hinten ist noch einer. Na, hol ihn mal, ich bleib selber stehen. Wer hat das denn gestreamt? Wer war das? Dieser Huma, Oma, Huma, glaube ich, heißt der. Oder so ähnlich. Ich schaue gerade bei der Konkurrenz vorbei. Dazu so und so. Das ist doch dringend nötig. Recht hast, Markus. Die haben 3 Dislikes, aber 18 Likes. Ich kapier's nicht, wieso das manche Leute disliken. Im Prinzip ist der Button unnötig. Like ist like, oder? Genau, das stimmt, ja. Ah, wir haben einen Dislike gekriegt. Ja, auch schon. Ja, wahrscheinlich am Anfang, da haben wir ein bisschen was. Hab ich eigentlich was versemmelt. Na. Ja, dass das mal besser wird. Das ist wichtig. So, warte kurz. So, was sagst du? Vom Modo, ne? So. Ja, passt. Die erste Partie. Ah, nimmst du zwar mit? Ja. Passt. Warum soll ich denn? Warum soll ich leer fahren? Ja, recht hast. Denk dran, Sprit sparen. Mein Chef auf meine Firma, was heißt auf meine Firma, auf unsere Firma, ne? Also unsere Firma, wenn ich da mit dem Stapler fahre und der sagt, warum fährst du ohne Ladung weg? Mhm. Oder wenigstens Leerpaletten? Ja, dann versuch das mal zu erklären. Mhm. Das geht nicht. Recht oder ja, von denen her. Jo. Kostet alles Zeit, Geld, Sprit, Strom. So, und lange. Selbst die Bereifung, sagt er. Selbst die Bereifung kosten Heidengeld. So, wo lagern wir das Ganze hin? Nähe Silo vielleicht oder Nähe Kühe? Mm. Haben die Kühe vielleicht einen Stellplatz? Ich schau gut. Das ist da der Misthaufen.
Irgendwie blöd. Bist du jetzt im Sturm? Ah, warte. Da, wo der Mähdrescher ist, da will man es hinstellen. Na, der wird's feucht. Achso, hm? Nee. Nee, nee, ja, ja, nee, ist gut. Stimmt, da war ja was. Und auf der anderen Seite kommt dann das Heu hin. Weil der Drescher passt hier so schön rein. Ja. Oder passt da schön her. Na gut. Weil da links das Stroh und dann kommt rechts das Heu dazu, wenn das Stroh weg ist. Also links Stroh und rechts Heu. Jo. Na du? Okay. Fahren die bei euch heute auch wie die Weltmeister? Mit Treckern und Mähdreschern? Also hier bei uns zu Hause, also jetzt im Live-Leben, ist hier richtig was los. Bei uns ist im Prinzip schon alles andreschen, aber die Zuckerrübenernte geht bei uns in der Umgebung weiter. Mit Vollgas aber. Mhm. Ja, bei uns stehen ja noch Mais sehr viel, ne? Mhm. Bei uns steht noch sehr viel Mais. Ja, das steht an, aber das meiste wird eigentlich bei uns gehäckselt. Ja, nein, mein Häckseln sind glaube ich schon fast fertig. Es wird nur mal gewartet, bis die Sonnenblumen sind und dann kommt der Mais dran. Ja, Sonnenblumen, genau. Das vermisse ich dieses Jahr. Was haben wir gemacht? Ich bin so nah an der Wand gewesen. Sonnenblume, genau, das habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Mhm. Dann lässt du dich noch ein bisschen ranschieben. Gut. Ja gut, dann habe ich versemmelt. Ah ja, macht nichts. Ich bin am Pfosten geblieben vorhin. Mit dem. Ja, solange das drin ist. Markus, Sonnenblumen stehen bei uns auch noch. Ja. Aber sie kämen eh mit der Zeit weg. Aber irgendwann sind wir so. Volker, du bist ein richtig guter Fahrer, muss ich sagen. Na bitte, 12 Magik-Bewertungen haben wir schon. Danke, danke schön für dafür. Ich bin kein Meister, die Dinger sind schief. Das ist wohl so, ja. Ja, ja. Na, besser als ich bringst du es hin. Deshalb blieb ich ja diesen Manitou eigentlich. Mhm. Weil er so schön gelenkig ist. Ja, ja. Ja, ja. Nee, komm. Mach was andersrum. Blinden nur da, Gisch. So.
Machst du jetzt das Stroh nass? Nein, ich wasche nur die Raffen momentan. Das ist nicht der Stroh. Ist gewaschen. Ja, das schaut ja super aus. So, jetzt fahr zurück und bleib kurz stehen. Wir haben doch noch eine ganze Fuhre. Ja, und wie wir waschen. Also, das ist kein Manito, sondern ein Massey Ferguson. Ja, ich hab's gerade auch gelesen. Nix, man, nicht durch Massey Ferguson. Ja, ja. Man muss halt ein bisschen waschen. Ja. Ich finde, die Fahrzeuge schon so dreckig sind, dass man den Namen nicht mehr lesen kann. Hört sich an, als ob wir ein ähnliches Baujahr wie der Markus waren. 1975. Naja, ich bin Baujahr 87. Ich bin 75. Das passt. Ah, stehen bleiben. Baujahr 75, geboren in Bremen. Ich bin einer von den Bremer Stadtmusikanten, aber ich bin nicht der Esel. Das sage ich jetzt gleich schon mal. So. Die Bremer Stadtmusikanten kennt ihr bestimmt. Ich kenn's ja. Ja, lustig. Markus Gerd, aber Bingo, yep. So, dann drehe ich mich gleich mal um. Bleib du mal da gleich mal stehen, ich komm gleich wieder. Kommst gleich wieder, hast wieder an oben vergessen. Bitte? Hast wieder an oben vergessen. Das habe ich vergessen. Einen Ballen. Nein, ich habe keinen vergessen. Nee, ich nicht. Ich muss mein Lenkrad festmachen, klapp. So. Ah, tut er. Wo ist denn gut? Brauner, bleib stehen. Ah ja. So, Volker, ich muss dann kurz weggehen. Ich muss nämlich ein bisschen Brennholz holen. Ja, dann geh du mal ruhig. Aber solange du den Trecker in den Eingang stehen lässt. Jo, dann muss ich drüber stehen. Ich brauche nicht einmal auszugehen, weil ja. Du wirst dich aber schön hinabstellen, so wie die kennen. Na klar. Beziehungsweise bei Ewi hilft dir jetzt mal kurz ein bisschen. Geht schon, zurück. Na passt. Bin gleich wieder da. Jo. Bleibst du wohl drauf liegen?
Also besoffen bin ich noch nicht. Was ist doch einfach los? Geht doch. Dann nehmen wir den jetzt gleich. Sollte doch mal wirklich zum Optiker. Jo, das klappt doch ganz gut, das stimmt. Das klappt doch ganz gut. Ah, weißt du, manchmal ist das so ein bisschen. Ja, so ein bisschen komisch. Dann gibt es Tage, da klappt es wunderbar. Und dann hast du Eis. So wie es jetzt meinte. Scheiße. Mist, meinte ich. Und dann gibt es ja Tage, wo du fluchen könntest. Rechts. Geh mal raus. Raus da. Wo ist er hin? Nein, 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 nein. Ich weiß, dass du das hast. Oder auch nicht. Aua. Gut, dass das Tor nicht sieht.
dran, hochschieben, drauf. So, bin wieder da. Musst du denn, sag ich, so reinschreien? So, Markus, klappt doch gut mit dem Stapeln und volle Deckung. Oh je, ist gerade was runtergefallen. Nein, ja. So. Geht schon raus. Passt. Wie sagt man so schön? Hinten rein, vorne raus, ne? Ne, vorne rein, hinten raus. Jupp. Nee. Also nichts runtergefallen. Okay. Habe ich mir gedacht. Ja, gut. So, gut. Dann fangen wir wieder abladen. Ja, fahr du mal vor. Ich stelle mich mal wieder richtig hin, dass ich alles gut im Überblick habe. Theoretisch könntest du ja, ne, haben wir noch einen Frontlader vorne stehen? Ich glaube nicht. Das ist ja dumm. Sonst hätte ich gesagt, könntest du schon mal anfangen mit dem Frontlader. Aber na gut. Ja. Ich fahre schon wieder mal alles an. So. So. Bin auf dem Weg. Ich bin schon da. Ich stelle mir nur optimal, ja? Mach die Gurten auf. Immer noch kein Verkehr, ich habe schon lange kein Auto mehr gesehen. Hammer, ja. Gut, dann sind sie wahrscheinlich auch wegen der Fete. Oder sie haben Angst vor dir. Sind doch nur Ballen. Der schiefe Turm von Pisa. Wo? Da. Da drin. Ist gerade was aufgefallen. Was denn? Ich habe da so einen Schuppen gesehen, so ein. Halala. Hast du schon mal auf dem Dachboden? Wo? Ja, da oben. Geh mal die Leiter hoch. Hm? Nein, rechts. Hinter dir. Genau. Juppel mal die Leiter hoch. Ich habe da gerade ein Handtuch gesehen. Liegt da jemand? Nein, ich kann. Ach, das ist gut, ja. Gehst du Indus sonst noch auf? Nein, oder? Nein. Oh, so, wir haben keine Kollisionskamera da. Na, da ist nichts, da ist auch nichts. Das sind mal Ballen. Na, ja, liegen die kann, aber es sind zwei. Ja, ein paar Schlapfen sind da. Ein. Was denn? Ei, ich sehe schon. Das ist genau das, was vorhin auch wieder passiert ist. In einer Feld fallen sie alle. Ah ja. Ja, darum ist es so: Lampen, zwei Matratzen mit Badetüchern und Schlapfen. Naja. Ein schönes Nest, würde ich sagen. Das Liebesnest wahrscheinlich. Na, die Jugend, ja. Separé, ganz genau. Ich weiß nicht warum. Ich bin mir noch nicht zufrieden mit der Einstellung. Bezüglich was?
Ihr reagiert verzögert. Der Kran, also der Hub, der Mast vorne. Ah, das ist im auf dem Server normal. Ach so. Na komm, das genau. Da gab es ja noch einen schönen Frontlader, habe ich gesehen, von John Deeren. Den kannst du sogar Seiten, der hat sogar Seitenhub. Quatsch, Seitenhub, Seitenverstellbar. Also kannst du nach links und nach rechts schieben. Mhm. Das ist das Game, ja? Ja, nee, habe ich gesehen. Hier beim LS. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Mod, eine bestimmte Mod ist oder ob das jetzt auch schon zum. Ja, das war ich diesmal nicht. Das war ich. Ich würde es dafür, aber das funktioniert nicht so, wie ich ihn hätte. Hallo? Was war das denn jetzt? Hm? Ich habe mich gerade um 180 Grad gedreht. Hast du irgendwas mitbekommen? Ich habe gesehen, dass du Draht hast. Aber nicht mehr. Nee, bei mir stand das Bild und auf einmal stand ich dann ganz anders. Aha. Okay. Warte mal. Schalt mal die Superkraft aus. Irgendwas steht da vorne. Ah, okay. Hm? Was hast du gesagt, Volker? Hier stehen alle unter Verkehr. Weil ich vorher ein bisschen den Socher da drauf gekommen bin. Der stört. Supergraf kurz an. Dein Trinkwasser war oder war im Weg oder wie? Der war im Weg. Ah, siehst du. Der Markus locht sein Sofa. Jetzt geht der Typ vor alleine hoch. Ich mach doch gar nichts. Hallo? Pass mal auf. Ich mach nichts. Ich glaub, da hängt was. Kommt runter? Ja. Das hatte ich gerade eben auch schon einmal. Mhm. Ich glaube, ich muss mal einen neuen Controller besorgen, oder? Das ist möglich, ja. Ne, der kostet ja nicht viel. Erst mache ich mal den nächsten Morgen mal sauber. Mhm. Na, nachher noch. Du, das ist immer noch der erste Controller, den ich habe. Mhm. Wie lange hast also du schon? Von der Xbox. Ja. Schon ein paar Jährchen. Ja, Martin, nicht Martin, Markus. Ja, da ist gleich normal hupen die wie die Wilden. Der KI-Verkehr. Vielleicht sind das ja hier die auf dem Dorf hier als Schlafmützen. Sie es nicht ganz so eilig haben. Mhm.
So, drei haben wir noch, gell? Noch drei, noch drei. Bleib da stehen. Wieso fährst du nach vorne? So, das heißt, du nimmst den letzten Server und ich fahr schon mal wieder nach vor. Nein. Ja. Passt. Kommt jemand her? Nein, passt. So, ich muss kurz ans Telefon gehen. Nein, du. Geh nur. Keiner gesehen? Gut. Oh, da muss ich mich dann noch dran gewöhnen mit Zeitverzögerung. So, wieder da. Ja. Es war mein Schäfchen. Ein Schäfchen. Mein Schäfchen. Ach, dein Schäfchen. So. Ja? Wolltest du gerade kurz, ja. Das bei mir, bei mir wird's hier immer schlimmer, weil ich, ja. Ich gehe mal kurz. Du gehst dann rauchen. Nein, nicht? Ich hole mal gerade. Nein, ich suche gerade meine alte Zahnbürste. Ich muss meine Frau mal fragen, ob sie für mich eine hat. Ich muss mal den Controller. Dauert eine Minute ungefähr. Gut, du. Ich steig mal hier gerade aus. Markus Schmelter, servus. Wie viele Viecher? Mal schauen, was sich ergibt. Zuerst einmal die Grundversorgung herstellen und dann geht's weiter. Wir haben ja heute erst angefangen auf dieser Karte. Na ja, Schmetter, wie geht's, wie steht's? Ah, zu schnell.
Nein, wir haben keinen Schlachtplan. Nicht wirklich. Wir haben uns die Karten angeschaut, uns gefallen und ja. Eigentlich war es das dann. Dann sind wir eingestiegen. Ja, dann haben wir angefangen. Mit Problemen. So, ich höre wieder mit. Hm? Ich bin gerade am. Aber noch nicht fahrbereit, aber gleich. Na, du nur. Ich dünge derweil. Gut. Düngen? Mhm, düngen. Ich habe mir gerade eine alte Zahnbürste organisiert. Und du wirst staunen, was da so alles rauskommt aus den Sätzen. So. Okay. Jawohl. Akzeptiert. Ich bin wieder da. Passt super. Hast du einen Kalkstreuer brauchen wir. Einen Kalk brauchen wir. Kalkstreuer. Haben wir keinen. Beides brauchen wir. Mhm. Gut. Der Markus hat gedacht, wir haben irgendeinen Schlachtplan. Schlachtplan? Ja, nein, haben wir nicht. Marvin, schneller fahren. Nee, weil nicht schneller. Dann passieren Unfälle. Und hat sich der Christian schon wieder eingebaut? Das ist nicht mein Trecker. Wo ist mein Trecker? Marvin, hat sich der Christian schon eingebaut da drüben? Ja, Herr Volker. Nein. Ich wollte eigentlich nicht daran vorbeifahren. Diesmal nicht. So. So, der Favorit steht da. Da ist ein Eiswagen gewesen. Ich hänge mir mal den Gruppe an. Ja. Ziemlich anhänglich heute der Gruppe, ne? Hm? Ziemlich anhänglich der Gruppe. Na, hoffen wir es nicht, dass es so anhänglich ist. Nicht, du musst ihn dir auch anhängen. So, Kalkstreuer. Hast du schon einen Kaffee? Hast du den Kaffee? Nein, ich bin gerade dabei, welchen wir uns denn. Das mal finden. Geht wirklich alles gewaschen. Düngerstreuer, da haben wir doch, da steht's doch. So, das ist ein Dünger. Das ist ein Düngerkalk. Das ist ein Düngerkalk. Der Bredalkalk.
Mit den Streuteller gleich dazu. Das ist, einmal breiter. Den Einachser, ne? Mhm, ja. Mehr braucht man eh nicht. Ist eine kleine Karte. Standard. Ich der Pflegebereifung? Oder normale? Eine normale Bereifung reicht. Mit Streuteller. Streueinheit. Mhm. Aufbau? Na, nein, braucht man keinen. Ja, brauche ich, ne? So große Fläche haben wir nicht. Genau. So, dann brauchen wir noch Kalk. Mhm. Eine interessante Sache bei Toptex. Was ist Toptex? Keine Ahnung. Ja. Okay, hier sind Sachen, das musst du mir irgendwann mal erklären. Welche? Ich habe hier Paletten gefunden, die ich so bis jetzt noch nie gesehen habe. Ja, ja, die sind, Paletten sind extra, ja. Na gut, ich hole mir doch lieber Big Bags. Aber sie ist was anderes. So. Alles habe ich. So. Ja, schöne große Bräder. Weißt du, was das Gute ist, Volker? No. Uns macht die Werkzeuge niemand streitig. Auf dieser Karte. Ja. Das stimmt. Das ist wohl wahr. So. Bist voll, oder? Ich bin voll. Nee, voll nicht, aber wir haben 44%, das reicht. Erstmal. Hm. Ich will zu sehen, dass das Zeug auf Acker kommt. Hm. So. Da gehört Kalk drauf, eine Düngeschicht ist schon drüber und ja, damit angebaut. So, alles wartet nun mehr auf dich, Volker. Ich bin unterwegs, ich fliege schon. Nein, du fliegst nicht, ich fliege. Irgendwie muss ja irgendwas festhalten, sagen wir so. Halt! Halt, ja? So, eigentlich hättest du rechts fahren können, da vorne. Ja. Dann wärst du direkt drüber gekommen. Direkt zum Feld. Ja, direkt, ne, ja, genau. War ich schon. Das wäre der direkte Weg zum Feld gewesen. Ich habe nur den Acker gesehen. Jetzt habe ich mich ganz verpflanzt. Na, hast du nicht. Da links. Da links und dann wieder rechts. Und wieder rechts, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie weit spuckt der denn? Ah, da musst VCA ja wieder nur einstellen, wahrscheinlich. Hallo? Bleibst du noch stehen? Hallo? Soll ich stehen bleiben? Nein, ich mach das manuell.
Der macht schon wieder was, nicht das, was er soll. Ja, VCR muss die Breite auch neu einstellen. Das ist so breit. Ein bisschen näher ranfahren. Ich sag, das ist okay, das ist dann schon mal so breit. Dann kann ich auch noch ein bisschen näher an der Wand, ranfahren am Feldrand. Passt aber nicht mit VCR. No. Nee. Kommst du vorbei? Jo, klar. Da passt noch ein ganzer Dreck dazwischen. Na, passt nicht. Hast du nicht gesehen. Gut. Ja. Bist du wieder ins Feld gefahren? Nein. Nein, du doch nicht. Warum redet man, dass ich ins Feld fahre? Martha Marco schreibt gerade. VCR ist top. Er spielt auch damit. Ja, aber wenn ich jetzt VCR drücke, ne? Dann guck mal, was der Trecker macht. Was war das denn? Erstens muss es neu einstellen, zweitens die Breite einstellen. Macht er gar nichts. Okay. Breite einstellen. Ich habe das bis jetzt immer alles manuell gemacht, also. Ja, mit VCR ist es wunderbar. Wirklich schön. Angenehm. Stimmt, man fährt keine Bogen, ne? Hm? Das stimmt, da fährt man ja auch keinen Bogen. Ja. Ich dachte gerade, da fährt ein Rennwagen an mir vorbei. Wieso? Dein Motor hätte sich so hoch getuned an. Mal. Apropos Motor. Muss ich ihn ein bisschen in die Höhe stellen, weil man hört nichts davon. Aber mir tut das bis jetzt. Bitte? Also umständlich tut bei mir ein bisschen. Ich bin nochmal weg. Wieso? Zu wenig Kack? Ja. Ja. Wie sagt man so schön, wer es nicht oben hat, hat es unten. Ja, Markus, genau. Jetzt mit Sound. Eben Sound ein bisschen die Hydrat jetzt von den Fahrzeugen. Moment mal, was habe ich da gerade gesehen? Das ist ja. Was denn? Ich habe hier. Du kennst doch hier diese schwarz-weißen Straßensperrung-Dinger hier, diese. Da ist ein Hütchen drauf. Da, wo ich jetzt stehen muss. Ich habe einen Hut vergessen. Was? Ja, da. Das ist gut, ja.
Ich dachte gerade, was heißt, das ist da denn drauf? Ja, auf so eine Idee muss man mal kommen. So, Markus, passt die Lautstärke zwischen Sound und allem drum und dran vom Motorsound? Top, passt, super. FFG hat die Arbeit erfolgreich beendet. Hast du einen Helfer auf, aber ich? Angedrückt, ja? Nein. Nicht? Hm. Was für Helfer war das denn? Ich stehe doch hier auf dem beim Händler. Mhm. Okay. Also beim Händler brauche ich keinen Helfer. Mhm. Ich muss noch kurz die Zimmertür zu machen, die jetzt zieht hier. Mhm. Bin gleich da. Ja, ja. So. Ah ja, was bauen wir an? Die große Frage. Silage? Haben wir irgendwas für Silage? Mais? Gras? Häckselgut, wie sieht es damit aus? Was braucht die Karte alles? Ich habe mich ganz ehrlich gesagt mit dieser Karte noch nicht wirklich auseinander. Im Prinzip das normale Punkt Tiere. Haben wir Schafe? Nein. Nein. Weil am besten ist für die Kühe sowieso Mischration, da brauchen wir nur mehr Silage. Und die Silage können wir mit Gras machen, Grassilage. Wenn wir ein Feld abmähen, einsammeln und ins Fahrsilo reinhauen. Nochmal so. Ja, Markus, Grasfelder gibt's doch genug. Dann, was sagt denn der Verkauf von Sojabohnen und Sojabohnen 4000. Raps 2200, Hafer 2100, Gerste 1700, 1800 ist Weizen, Sonnenblumen 3500. Ich nehme Sojabohnen. Sojabohnen war das, glaube ich, das teuerste bis jetzt. Ja, Sojabohnen. Ja, bauen wir da Sojabohnen auf. Ja. 4K, das Ganze. Das heißt in Deutsch? 4K 4000. Weil manche haben irgendwelche Übersetzungen oder Buchstaben irgendwie und ja, da weiß man manchmal nicht, was was gemeint hat. Ja, das ist schon sehr gut bezahlt, ja.
Ja, K ist wie Kilogramm. K steht für 1000. Aber das ist jetzt nicht so neu, das stimmt eher, Markus. Es gibt schon länger, aber es benutzt nicht dann jeder. Jetzt unsere Hühner schon gefüttert? Ja, ja. Sind davon 100%. Gibt es ja bald Spiegeleier. Also ich habe jetzt gerade noch so eine Mütze gefunden. Schon wieder? Jo. War liegt die bei uns am gelben Haus. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Ja, wahrscheinlich sind dann noch so einige zu finden, schätze ich mal. Wow. Ah, hier ist der gute Old Gamer Song. Ja, ich hab gerade mal so reingeschaut, was da so ist. Also. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich. Ich habe mich gerade ein bisschen mitreißen lassen. Ich würde sagen, den Kalkstreude müssen wir irgendwo unterstellen, wenn es mal Regen geben sollte. Der Kalk soll ja nicht nass werden. Ne? Das stimmt, ja. Und. Gut, da passt er da schon mal nicht rein, das ist doof. Ah. Die Hühner sind ja lauter als die Kühe. Was? Die Hühner sind lauter als die Kühe. Ach so? Ja, das jo. Okay. Normalerweise nicht. Na gut. Viel Unterstand haben wir ja nicht, so gerade wenn ich es jetzt so überlege. Na, ja, es reicht. Soll da reingehen, reinpassen. Nein, nicht das Gewicht abhängen, du sollst den Anhänger abhängen. So. Am Händler haben wir auch noch einen offenen Schuppen, aber ja, das sollte ja nicht unbedingt am Händler stehen. Das hat der Markus geschrieben, dass wir einen offenen Schuppen noch haben. Ich muss da sowieso noch mal hin, oder? Das Standardtelefon der Felsbrunnen, ja. Was sagst du, Volker? Ich muss sowieso noch mal zum Händler. Ich habe mich kein Saatgut. Hast du schon wo verstaut? Ja? Ein Kalkstreuer. Ja, Kalkstreuer verstaut. Den habe ich in die Werkstatt reingestellt. Erstmal. Volker, wenn du willst, kannst du auch eine andere Sämaschine holen. So eine 4-metrige. Egal was. Ja, aber da musst du die wieder. Oh ne, warte mal.
4 Meter und das sind bestimmt diese ausklappbaren Dinger, ne? Meistens ja. Größer als 4-5 Meter braucht man nicht. Nee. Also diese Sämaschinen mit den Anbauteilen vorne und hinten. Mhm. Doof. Mag ich nicht. Habe ich heute Mittag schon das Problem gehabt. Ich habe die. Also jetzt mit allen möglichen An- und Abklemmen, da kriegst du die Krise bei. Dann musst du da was anklemmen, da was anklemmen, hier was anklemmen. Dann hast du da was angeklemmt, dann hast du da hinten wieder was anderes abgeklemmt. Dann denkst du, warum klappt das blöde Ding? Ja, ja. Oh. Einfach ist nicht. Nee. Deshalb, also ich bin dann. Was zum Anhängen. Oder direkt auf eine 3-Punkt-Aufnahme. Ja, der ist zu breit. Nee, der passt. Auch 3 Meter. Was haben wir jetzt für eine? Ohne 3 Meter. Und da dort passiert ja nicht viel. Hm? Unsere ist eine 3 Meter und dann die andere wäre 3,60 Meter. Mhm. Hier. So. Was haben wir gesagt? Wir brauchen das. Ich bin schon gespannt auf den neuen LS, weil dann, wenn du jetzt so drüber fährst mit der Scheibenecken, dann hast du nicht alles richtig eingearbeitet. Dann müsst du nochmal drüber kumpeln, dass das gescheit eingearbeitet ist. Oder zweimal mit der Scheibenecken. Das hast du schon mitgekriegt, oder? Volker. Bitte? Das hast du mitgekriegt, dass man das verschiedene Texturen für Gruppen und Scheibenecken gibt. Ja, was habe ich mitgekriegt? Ja. Ich hab so vieles mitgekriegt, aber mir ist gerade was anderes durch den Kopf gegangen. Nicht durch den Kopf, sondern durchs Gesicht gesprungen. Achso, was denn? Wir haben ja die Agro Mats 3800 Sämaschine. Und da kannst du. Naja, da kannst du Saatgut reintun und Dünger. Mhm. Also brauchen wir das Feld nicht düngen, theoretisch. Nicht noch einmal, ja. Und dann gibt es ja noch die von Stara. Nee, ne? Nee. Das ist ja Anhängerkupplung, die mit als Anhängerkupplung, die. Mhm. Ja, dann behalte ich die jetzt, die wir drauf haben. Die wir jetzt von vornherein hatten, die Agro. Okay, ja. Oder du nimmst die DG2 1200. Oder 12.000. Machst du aber 230 PS? Gut, oder 12 Meter Breite. Ist nur mit Dünger, mit Saatgut. Die Solitär. Hm? Die Solitär 12. Hm. Das sitzt mit so einem riesen Monster. Ja, rein 15 Meter Ding. Ne? Ja, ja. Einfach nur blöd geredet. Ja, das wird richtig gut, recht hast du, Markus, ja. Nein. Wir bleiben bei unseren. Mhm, okay.
was hat er jetzt gesagt? Es sind ja nicht alle Mods oben, die was man auf dem anderen Server haben. Ich glaube, so viele Chantier wie drüben haben wir da auch nicht. Ah, jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt mit dem Helfer. Ich habe den, ich glaube, ich habe den Knopf umgewechselt. Aha. Für den Helfer. Naja. Warum will er denn nicht auffüllen? Hm? Was? Er will die Saatmaschine nicht auffüllen. Ach so. Wahrscheinlich musst du aufmachen. Die Abdeckung mit N. Ich habe offen. Sie ist offen? Dann wissen wir. Okay. Okay, andersrum. Was? Ich muss andersrum fahren. Achso, andere Seite. Ja, ja. Ich muss nur andersrum fahren. Ja. Die Saatmaschine möchte auch ganz gerne von der linken Seite betankt werden, nicht von der rechten Seite. Aha. Deswegen. So. Na gut, hast du dazugelernt. Eine Saatmaschine, die auch noch wählerisch ist. Ja, ja. Soll ich jetzt mal fies sein? Was denn? Du hättest ja das Grubern gerade sparen können. Nö, wieso? Ich weiß, dass direkt Saat hat. Die hat direkt Saat und Grubern. Die kann alles in einem. Ja, nö, ich find's viel schöner. Ist mir gerade so aufgefallen. Halt, stopp! Kommt doch bestimmt Auto. Nein, jetzt bin ich schon egal. Ich bin auf Straße. Na, wie gesagt, ich find's so schöner. Ich bin gerade nur so aufgefallen. Du kannst vorbeifahren. Dankeschön. Oder E-Rückplatz. So. Okay, gleich mal das Waschen wieder um. Du kannst den Drescher gleich mitwaschen, wenn du schon so lieb bist. Der ist nicht in der Nähe. Dann holt sie den Drescher. Wer ist damit gefahren? Chris. Der ist nicht, der war nicht drin. Mist. Aufgefallen.
Was hatten wir gesagt? Sojabohnen, ne? Jupp. Haben einen sehr, sehr guten Preis. Also. Ja, Milch haben sie noch keine produziert, die Kühe. Oder für Mist und Gülle. Na, für die Administration. Ja, Striegel haben wir auch. Alt B. Zum Löschen, ja. Wow. Plus Steuerung-Taste plus W. Der Markus hat geschrieben, wenn man viel Stroh braucht, dann quasi Hafer, dass wir dann Hafer anbauen. Ja, da gibt, und da gibt es auch dann auch 3000 Euro für die Tonne. Oder pro 1000 Liter. Aber das wissen wir eh. Kannst du gleich nochmal bei mir vorbeikommen? Kannst du gleich nochmal bei mir zum Trecker kommen? Ja, Moment, ich schieb das eine Fassel drüber zurück. Ja. Was hast denn für ein Problem, mein Freund? Ich krieg dieses W-Dingsbums, dieses VCA-Dingsbums da nicht gebacken. So. Weil aufgeschrieben habe ich mir ja Steuerung-Taste plus W gleich VCA. So wie 2,8, okay. Ja, normal ist ja gespräch. Passt sie. Bei mir passt das. Und die blauen Linien, wo sind die? Da gibt's die über den Drescher. Na, die geht's dort da an, dort da. Steig mal rein. Oder vielleicht passt die Einstellung. Eine Störung C druckst. Warte, ich brauch einen Traktor. Okay, wenn du Störung C druckst. Ganz oben auf dem linken Reiter, also beim ersten, steht unten Anzeige der Rasterbahn. Ja. Wenn dort immer steht, wird es immer angezeigt. Außer du löscht den Sucher. Steht ja, davor, immer. Bitte? Steht immer. Er steht immer, okay. Dann Arbeitsbreite. Arbeitsbreite 2,8 Meter. Ja, das würde es nur mal, sollte es nur mal passen. Der Markus hat auch geschrieben, dass du einen alten VCA-Kurs erst deaktivieren musst. Das hat er, glaube ich, eh gemacht. Alt und W. Das habe ich ja schon mehrmals gedrückt, glaube ich, zwischendurch mal. Dann Steuerung und W aktivierst es wieder und dann sollte es theoretisch passen. Ach, Bingo. Jetzt sind's wieder da. Ist er wieder da. Super. Passt. So, habe ich. Dankeschön. Du drückst da gleich, bitteschön. Du drückst auch gleich, gell? Bitte? Du düngst auch gleich.
Gleichzeitig, ja. Ist alles drin. Aber du hattest ja schon gedüngt. Ja, einmal habe ich schon gedüngt. Jetzt kommt das zweite Mal drüber. Jo. Was macht man dann als nächstes? Es sind sonst nämlich keine Sachen frei. Oder fertig. Gras auch nicht? Ja, Gras ist schon fertig. Ja, Feld 10 ist zugerühmt, das sind schon fertig. So, ich frage mal den Chat, was soll man machen? Feld. Entweder Gras oder Feld 10. Weil das Feld 10 ist schon reif und hätten wir auch das Ganze dafür. Ich mach das mal ein bisschen größer. Markus schreibt Feld 10. Feld 10. Das heißt Zuckerrüben. Ja, passt. Soll ich es gleich kaufen? Mhm. Aber ich warte noch ein bisschen kurz. So, was sagen? Feld 10 oder Gras? Wie gesagt, unsere Kühe brauchen Gras auch. Beziehungsweise Silage. Silage-Mischration. Erdbewürst. Ja, verdursten tun's nicht und ja. Ramon Miller schreibt, was mehr Spaß macht. Was macht mir Spaß? Was mehr Spaß macht? Mhm. Fast schon wie? Für dich Gras, für mich Weizen. Nein, ich würde sagen, fast das Großmachen und dann wieder mit Ballen einsammeln. Ja. Nein, nicht Ballen einsammeln, Gras nicht. In das Silage-Silo rein. Man kann auch Silage-Rundball machen. Ja, dann braucht man das ganze Werkzeug dazu. Es gibt sogar Silage-Quaderballen. So viel ich weiß. Ja, gibt es, aber das ist. Ja. Sieht so unnatürlich aus. Was? Enesebeck. Die Luke zu. Warum geht die Luke andauernd auf? Na, ich würde sagen, wir machen mal groß und dann Feld 10. Und natürlich wird Kaffeefeld 10 nochmal sicherheitshalber. Einverstanden? Jo. Jo, passt. So, was für Grasfeld nehmen wir mal? Das unterhalb von Feld 1, das neben Feld 1, das Feld neben, das Grasfeld neben unserem Hof, das Grasfeld zwischen 10 und 3, das eine oberhalb von 6 oder eins von den zwei neben Forst und oberhalb von 7.
Schön machst du das, Volker. VCA, ne? Ja, die haben ein komisches Schneidewerk, deine Kollegen da, diese Kollegen da, diese. Ach so? Ja, diese Kauten. Die Kauten. Die Kauten haben komische Werkzeuge. Deswegen sind sie ja Kauten. Ich hab grad mal so, so Schneidwerkzeuge, weiß ich nicht, für Gras, Lage, also keine Ahnung. Erinnern wir Krappis, wie es alle. Ein bisschen leiser machen. So. Und weiter geht's. Schauen wir uns das mal kurz an. Mann, ist das ein großer Vogel da hinten. Wo? Da! Uta! Da, hinter dir! Ach nee, das ist nicht, ja. Das ist ja der Rabe. Ich meinte den Raben. Nein, der ist ja wohl. Der ist aber ich. Aufs Feld. Ah ja. Ah ja. Naja, Volker, was nehmen wir jetzt? Entweder größer, kleiner. Was haben wir denn jetzt für ein Feld? Durchschnitt größer? Was meinst du jetzt? Ja, für Grasfeld. Oder? Immer Grasfeld. Mhm. Oh. Welches? Das kleine neben 1, oder? Unten? Stehen. Also warte mal. Großbrokat, die Karte öffnen. Welche Wiesen haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und da würde ich sagen, wir nehmen die beim Forst. Welches? Berghotel und Forst dazwischen. Wo der Teich auch ist. Das ist der Teich, ja. Das ganz oberste. Ja, genau. Dass wir ein bisschen rumfahren können und nicht nur am selben Fleck sind. Mhm, passt. Ja. 392.000 haben wir nur mehr. Ja. Ich hätte vielleicht doch mal meinen Trecker irgendwann kaufen. Ja. Wie sieht das Feld denn aus? Ist das schon fertig gewachsen? Grasfeld ist fertig, ja. Ich bleib doch an. So. Das Grasfeld ist fertig. Gang rein. Hintern runter. Gas geben. So, also würde ich sagen, haben wir denn Mähwerkzeug? Ja, das haben wir alles. Vielleicht noch einen zweiten Ladewagen. Einen größeren. Dann schnappt ihr schon mal das kleine Werkzeug und da schon mal hin. Welches kleine Werkzeug? Meinst du? Ja, zum Mähen, zum Abfahren. Zum Mähen, zum Abfahren, zum Grubbern. Ach nee, Grubbern? Grubbern brauchen wir ja nicht, oder? Nee, nicht. Ja, ich schnappe mal das Mähwerk. Ich komme dann gleich hinterher. Heu brauchen wir momentan eh nicht, da sollten wir eh genug kommen. Aber Silage brauchen wir.
schauen wir mal. Ob ich gescheit da aufgekommen ist. Auf einen Hub, auf einen Sitz. Oder ob ich mich verfahre. Irgendwas läuft doch jetzt noch verkehrt. Hm, wieso? Moment, ich muss jetzt gerade mal was nach. Wusste ich doch. Der Helfer hat sich eingeschlichen. Ei. Ich habe gerade überlegt, warum ich jetzt nicht mehr lenken kann. Du kriegst keine Kohle, mein lieber Helfer. Nicht fürs Einschleichen. Gerade bitte, gerade. Danke. Naja, da werden wir genug rausbringen, Ballen. Oder Silage. Wie lange tun wir heute, Volker? Ich habe bis 8 Uhr Zeit. Also um 8 Uhr gehe ich, 8 Uhr muss ich, ja, weil ich Frühschicht habe, aufhören. Na, dann macht man noch eine halbe Stunde. Dann ist 7 Uhr. So. Weil um 4 Uhr ist meine Nacht vorbei. Ich zeig dir dann noch was. Weil die Nomensland kennst du ja. Die Nomensland. Den habe ich jetzt auf dem Server aufgespült. Safe Game. Ja, weiß ich. Ich habe dich teilweise mitverfolgt, wie du alles aufgebaut hast. Naja. Ja, Server. Man, bis zum Schluss war es ja eigentlich nur auf dem Socher. Auf dem PC nur. Habe ich uns selber gehostet. Jetzt liegt es auf dem Server um. Jetzt weiß ich, warum du jede zweite Bahn fährst. Ja, Schlingel. Wieso? Leichter umdrehen? Weil das mit dem VCR besser passt. Ja, du kannst die leichter umdrehen. Und ich wisch mir die ganze Zeit hier einen ab. Ja, das ist ohne Probleme möglich. Ohne Probleme möglich. Es müssen halt nur die gleichen Mods auf dem Server oben sein. Ich glaube, im neuen LS wird ja ein Tutorial dazu machen. Wie man sowas auch einstellt.
oder Safe Game Auffälle und das Ganze. Und so, auf was man aufpassen muss, ja. Und vor allem auch, was für Einstellungen das man beim Server hat. Und man kann den Server einstellen, dass gewisse Leute einfach nur das Recht haben, Mods zum Downloaden. Sie können weder die Log anschauen noch Mods hinaufladen. Also ich finde sowieso, dass mit dem Downladen und gewisse Sachen sollte sowieso besprochen werden von vornherein. Mhm. Finde ich. Ja. Welchen Anbieter? Wir sind bei. Wie heißt der jetzt? Gamed. Gamed.de sind wir. Schon seit Jahren und wir sind wirklich sehr zufrieden damit. Vor allem, wir haben 10 GB an Mods-Ordner frei. Ich meine, das ist jetzt da 6 Slot, der kostet alle 3 Monate, was weiß ich. Ich glaube 30 Euro. 30, 35 Euro. Ja, wie gesagt, Markus, bitte gerne. Falls du Fragen hast, komm einfach auf Discord. Und wenn ich gerade dabei bin, punkt Discord. So, das ist momentan ein aktueller Discord-Link. Einfach einer kommen und wenn wir Renner sind, einfach anschreiben. Entweder mich, FSD Joker oder Didi von den Old Gamers. Einfach eine Nachricht schreiben. Sofern wir nicht irgendwas zu tun haben, werden wir sie sicher melden. Bitte gerne, ja. So, Volker, wie schaut's bitte aus? Wie weit bist du schon? Schon fertig? Krass. Sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5 rein. Ja, das ist halt das, wenn man nur 3 Meter hat oder 2,8 Meter. Hast recht, Meister. Ja, auch nicht gedacht, dass das so. Und was tut sie? Länge zieht. Bitte? Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so in der Länge zieht. Ja, ja, das ist das Problem mit ja, den ganzen schmalen Seemaschinen. Dabei hat die ja schon 3 Meter. Nein, 2,8. Gut. Da habe ich dann 3 Meter und 3 Meter gelesen. Ja gut, 2,8 und 3, so viel Unterschied ist ja auch nicht mehr. Nein, nicht viel. Naja, jetzt vermache ich auch gerade groß, wie ich sehe.
Beziehungsweise, ich glaube, Heu sogar. Liegt da noch ein? Ja, da liegt noch was. Da habe ich noch was vergessen. Geht's das aus? Nee. Muss ich nochmal rauffahren. Gibt's doch nicht, du bist schneller mit dem Mähen als ich mit dem. Mit dem Dingens hier, ey. Doch. Aber du hast ja 4 Meter oder 6 Meter nehmen können. Ja. Dass ich auf jeden Fall bei der nächsten Tour machen würde. Was dann? Andere Sämaschine kaufen. Was für eine? Der ist 6 Meter? Ja, Minimum. Ja, Minimum. Ja, aber 6 Meter mehr, wenn man sowieso nicht braucht auf der Karte. Mehr braucht man sicher nicht. Was ist der Helfer? Wieso Helfer? Nein. Hast du Helfer genommen? Na. Ich muss meine Tasten wohl noch richtig einstellen, unter anderem. Beziehungsweise wieder umstellen, dass das Ganze passt, aber ja. Warum lädst du denn jetzt hier alles ab? Ei, falsche Taste erwischt. Ja. Ah, ja. So, ich will ja waschen. Warte mal. Warte mal, was ausschalten. So.
Ja, ja. So. Wir wollen sehen, ich kann entscheiden, ob er jetzt einladen soll oder nicht einladen soll. Dann fahren wir jetzt weiter mal. Wie ich sehe, bist du ja schon wieder zu Hause. Jupp. Ja. So. Das. Ja, passt. Steht schon da. Mensch, der dreht so schön hoch, oder? Hm? Der dreht so schön hoch. Der Elefant. Hm. So, oder? Ach ja. Hast eh nicht zu wenig Suche drin. Saatgut oder Dünger? Nein. Eh nicht. Ich habe genug drin. Ich habe genug drin. Warum? Ich frage nur, das. Das würde jetzt noch fehlen. Nein. Dann komme ich noch rein. Ich bin gerade so beobachtet. Los, runter jetzt. Was? Wieso? Nein, nein, du doch nicht. Warte, ach so, Seemaschine. Ja. Aktiviert. Na bitte, geht ja. Lass dir nochmal eine Runde. Jo. Eine Länge, sagen wir so. Na? Was war das jetzt? Ich habe einen Denkfehler gehabt, ich wollte eigentlich die Seemaschine anschalten. Ah, und das ist ein Motor abgestellt. Ah, yeah. Ja.
So, da. Geht schon. Kommt keiner. Kommen Sie. Hm? Kommen Sie zu dir. Was soll ich dir waschen? Nee, ich habe gerade was geguckt, wo so. Ich die Dinge löschen kann. Ich habe jetzt lauter rote Striche hier auf dem Bildschirm. Mhm. Gerade ich gucke mein Boss-Silicon ist. So, Alt W3 war das. Alt W? Nee, Alt plus W. Was? Für was? Ah ja. Zum Löschen. Ich habe lauter rote Streifen gehabt. Aha. Ja, Alt B. Okay, gut. So, dann haben wir gesagt. Haben wir irgendwo. Nein. Komm weg. Du kannst ihn drücken. Nein. Hm? Ja, zulassen die Maschine, habe ich gesagt. Den Trecker und dann kommt die Seemaschine weg. Mhm. Nimmst du dann einen kleinen Eicheltraktor? Wenn du schon oben bist. Ja. Der stand warm. Mhm. Mein Baby? Ja. Cool. Ja, knapp 400.000 haben wir ja noch, also könnte sich ausgehen. So. Oder willst du es erst beim nächsten Mal machen? Dann nehme ich jetzt. Moment. Dann nehme ich den jetzt mit, schicke ihn dahin. Ja, genau. So machen wir das. Ich bringe den erstmal weg. Mhm. Gleich mit der Seemaschine. Ja. Nee, den Trecker behalten wir doch, oder? Nein, du hast doch schon Trecker verkauft. Ja, wir haben einen großen, einen kleinen und den. Moment, das Gewicht behalten war auf jeden Fall. Ja, das kannst du nehmen wieder mitnehmen. Ja, genau. Ja gut, machen wir so. Die Mähdresche. Da hinten ist der kleine angehängt, der 515er Favorit mit einem dünnen Streuer. Da kann man auch Spritzen anhängen und einen Striegel anhängen. Schade, dass die Pferde sich hier nicht bewegen. Mhm. Schade. Ah ja. Aber schaut gut aus, das da. Was ist das da? Ach, Schweine ist das da. Was mache ich denn da? Hm? Ich habe nach hinten geguckt und gucke nicht, wo ich nach lang fahre. Karte ist so interessant. Da guckt man in sämtlichen Ecken rein und vergisst eigentlich, was man hier vorne macht, ne? Ja, ja. Soll ich verkaufen? Lass mich doch erstmal abhängen. Ja, kannst verkaufen. So, achso. Das geht nicht. Runter. Ja. Mhm. So, gut. Jo. Na bitte, so. Na dann. Ich bitte darum, stelle deinen Traktor zusammen mit Seemaschine. Das muss ich mein Mädchen finden, da ist das. Dein Mädchen, wird deine Frau eh nicht eifersüchtig?
Nö. Nö. Ja. Auf jeden Fall kriegst du, der bleibt im Laptop, das brauchen wir nicht. Und mich brauche ich auch nicht, mein Abnehmer brauche ich auch nicht. Kostet alles Geld. Den Frontarbeiter, den kriegst du auf jeden Fall. So. Da ist er ja. Jo. Der Fend One. On. Ohne. Ja, One. Das ist mit Gummi, ohne Gummi. Seemaschine. Das ist ja. Kannst du ja alles auch machen. Das ist das Geniale daran. Grimm gesagt, die. Welche? Die. Wer ist denn der? Kann man kaum lesen. Pferderstadt hat 3 Meter. 3 Meter Wüst. Oder noch eine größere nehmen. Zum Anhängen. Ja, nehmen wir größere. Aber keine Einzelsaat. Einzelkorn. Habe ich jetzt ein. Ah, das ist kein Einzelkorn. Das ist, okay, passt. Nee, Weizen, Korn, Soja, ja, passt schon. Sojabohnen. Das ist dann die blaue von Lemken. Hatten wir die? Blaue? Oder Lemken? Aber, ja. Die ist blau. Da bist du bei Einzelkorn. Die, meinst du die Azurit? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 8, der 8. Platz. 8. Platz? Lemken Solitär, 12. Der ist 12 Meter. Wolltest du da haben? 12 Meter braucht man nicht. willst du einen Wettbewerb machen, wer schneller ist mit seiner Arbeit, oder was? Nein. Nein, schaut mir aber so aus. Meine, wir können auch den von Fendt den nehmen, die Sämaschine, also den ganz letzten für 2700. Fendt geht, aber da musst du Fendt GT kaufen. Nein. Und dann mit denen darfst du wirklich nur du fahren. Ja. Ist ein Oldtimer. Ich weiß. Also du wir sagen 6. Sie sagen 6 Meter. Ja, 6 Meter. Das ist sechs die oberste Meter, Grenze. Da bleibt ja nur der eine. 2. Ne, 1. Wir nehmen den Rapid A 600 S. Gut, dann nehmen wir den. Habe ich gebongt. Ja. Müsste da. Das ist schön, ja. 6 Meter, das ist. Ja. Und bitte, so, 323.000 haben wir noch auf dem Konto. Da muss man es noch einstellen. Der hätte schon gut. Ich mag den Träger. So, Lenkrad muss auch runter. Ja, vor allem, du kannst du wirklich alles, was du willst, einstellen. Selber. Du kannst alles. Also. Mit Easy Control. Ja, das. Dann kannst du auch sagen, Hubwerk hinten heben oder senken. Von heraus. Sogar abschließen kannst du. Ja, das ist einer, ja. Oberlenker weg. Such mal. Kugelkopf.
Also das ist wirklich ein feines Gerät, was du da hast. Bitteschön. Ja. Guck mal. Ja. Mach deinen Deckel wieder zu. Ja, du kriegst die Seitendeckel weg. Das kennen wir schon. Wo sind die Laternen und das? Moment. Das ist da. Das war da. Hä? Da fehlt doch was. Die Laterne und das. Wo ist das? Lieben. Welche Laterne? Naja, da kommt doch, muss doch eigentlich noch eine Lampe hin. Okay. Na, ich glaube schon, warte mal. Ja, da ist sie doch. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, genau. Was denn? Auch hier auf dem Boden ist wenn du es aktiviert hast. Genau vor deinem Gesicht ist. Ja, der ist im Fadenkreuz. Ja, den habe ich gesucht. Da siehst du es wirklich wohl aus, ja. So, na passt, dann stellen wir wieder zusammen. Hang on. Ich bin gerade dabei. Na komm, runter. Shit. Was kommt? Passt alles wieder auf. So. Das passt. Na dann, alles anhängen. Also, zieht. Ja, der ist wirklich. Der ist Bombe. 12 Magisch-Bewertungen. Ich glaube, der hat mir vorher länger gehabt, gell? Aha. Ja. Es hat ein Sache dafür gesnet. Boah, geil. So war das rum, genau. Mhm. Zeug haben wir noch außer da. Gut. Ja. Ich den erstmal zum Feld bringen. Zum Feld? Meist nach Hause. Nach Hause meinte ich doch, ja. Vor allem, wenn du anmachst, da musst du mal drin sitzen und nicht draußen. die spricht zu dir. Ja, ja. Na, fahren wir. Ja. Ja, ja, habe ich schon gehört. Aber er hört sich von außen auch gut an, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die hat sich noch gerade gekauft, gell? Nee. Was? Sieht aber fast so aus. Gibt noch so einen ähnlichen, der ist nur mal kleiner. Mhm. Und der macht, das ist, der macht richtig Randale. Mhm. Aber ich sehe gerade, hier stimmt was nicht. Was denn? Ich komme nicht über 35. Das Plus-Symbol oben. Du wirst da drin haben. Quasi rechts neben Ü. Dann fährt er schneller. Shadow Control. Nein, das auch nicht. Volker, wenn du rausgehst auf der Tastatur, ja. Ist das Ü und rechts daneben diese Taste, mit der fährst du schneller. Ah. Das ist das Vario, da kannst du langsam und schnell einstellen.
Jawohl. Ja, geht doch. Fast schon wieder so. Ich lern's nicht. Immer schön auf der Straße bleiben. Versuche ich einmal. Ich versuche gerade. Funktioniert nur leider nicht. Nee, ich versuche gerade alles einzustellen. Mhm. Der Sitz ist zu weit vorne. Oh, jetzt passt es. Naja. Naja. Jetzt haben wir wieder ein paar Zuschauer dazu gekriegt. Servus, Dini, habt ihr es schon aufgehört? Okay, Markus, bis später. Oder bis zum nächsten Mal. Oder Discord, je nachdem. Kannst dich ruhig melden, wenn du Hilfe brauchst. Jo, mach's gut, ciao. Was ist jetzt schiefgelaufen? Das da, gut. Markus hat uns verlassen. Mhm. Schade. Ich habe mein Handy gerade aus. Ich konnte es nicht mitlesen. Ja, ja. Ja, ja, der Markus geht Essen fassen. Ja, okay. 4 Stunden sind genug, denke ich mal. Der Volker füllt noch an und dann mache ich mir auch Schluss. Mhm. Jetzt weiß ich, was ich vermisst habe. Dünger? Nee. Was denn? Ich weiß nicht, wo mit dem Dünger. Also, ich habe die Gabel hab ich vergessen. Hm? Welche Gabel? Ich habe die Gabel vergessen. Ja, der Dünger, der steht jetzt mit auf dem Hof. Ja, den bringen wir schon auf Zeiten. Ich stelle was rein. Ja. Zum Notfall gibt's sowas, oder? Ah, Adaptivlenkung. Irgendwas stimmt doch nicht. Bremskraft 100. So, Düngerstelle da drüben her. Jo. Ah ja. So, gut. Ich glaube, das war's, oder? Jo. Für heute. So, meine lieben Freunde des Farming Simulators, das war's mal für heute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich sowieso nächste Woche, beziehungsweise bei den Videos spätestens Dienstag in der Früh. Und wir beide wünschen euch noch einen restlichen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baba.